Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die Bavmo Gebrauchtwagen-Tipps. Im heutigen Video werden die Modelle F22 und F23 der Zweierbaureihe behandelt. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Beginnen wir mit allgemeinen Fahrzeugdaten. Die Modellbezeichnung F22 wurde intern für das 2er Coupé und F23 für das 2er Cabrio verwendet. Der F22 löste im Jahre 2014 das 1er Coupé ab und der F23 2015 das 1er Cabrio. Gegenüber dem Vorgänger gab es bereits mit Markteinführung einige Änderungen, wie zum Beispiel eine 8-stufige Automatik, iDrive war nun auch ohne Navigationssystem verfügbar, einige Sonderausstattungen aus der oberen Mittelklasse sind nun auch für den 2er verfügbar gewesen und noch einiges mehr. 2017 wurde die 2er-Reihe einer Modellpflege unterzogen. Dabei wurde das Design der Scheinwerfer und der Rückleuchten modernisiert. LED-Scheinwerfer gehörten ab diesem Zeitpunkt zur Serienausstattung. Das neue BMW 2er Coupé und Cabrio hat viele neue Highlights. Zum Beispiel haben wir jetzt LED-Frontscheinwerfer und LED-Rücklichter. Im Exterieur haben sich für die Lines nochmal die Front deutlich mit verändert. Auch im Interieur haben wir deutliche Aufwertungsmaßnahmen wie eine neue Instrumententafel. Und auch in der Technik hat sich dort nochmal sehr viel getan. Zum Beispiel haben wir ein neues Touch Operation System. Im Innenraum haben wir eine komplett neue Instrumententafel. Diese Instrumententafel ist nun harmonischer, ruhiger und wirkt dadurch wesentlich moderner. Daneben haben wir diese Instrumententafel auch nochmal aufgewertet mit Galvanikelementen und Hochglanzelementen und einem sehr sportlichen Ziernaht auf der Instrumententafel. Das Bedienkonzept ist das erste Mal, dass wir in einem BMW 2er ein Touch-Bedienkonzept haben. Und dieses Bedienkonzept wurde erstmals auf Touch-Funktionalität hin entwickelt. Und deswegen sehen Sie auf der ersten Oberfläche drei große Kacheln, die Sie auch bei schlechten Fahrbahnverhältnissen sehr gut touchen können. Und in diesen Kacheln sehen Sie immer Live-Inhalte, das heißt zum Beispiel bei einer Navigation sehen Sie immer Ihre aktuelle Position in der Karte oder wenn Sie Musik hören, sehen Sie hoffentlich ein sehr schönes, nettes Albumcover. Und Sie können neben dem Bildschirm, können Sie auch den iDrive-Controller erstmals touchen. Ich glaube, dass das BMW 2er Coupé und auch das Cabrio besondere Modelle in unserem Portfolio sind, die für den Kern der Marke stehen, für Freude am Fahren. Das BMW 2er Coupé und Cabrio sind sehr kompakt, leicht, agil, sehr wendig, hat sehr effiziente und sehr leistungsstarke Motoren und diese Autos machen einfach Spaß am Fahren. Und insbesondere auch am offenen Fahren ist das 2er Cabrio eine Benchmark in seinem Segment. Motoren und Preise. Die Motorenpalette bei der 2er-Reihe ist zwar kleiner als bei seinen 1er-Brüdern, dennoch typisch BMW weit gefächert. Für fast jeden Einsatz- und Preisbereich gibt es ein Modell. Die Benziner reichen vom 218i mit 1,5 Liter und 136 PS bis hin zum 2 Liter im 230i mit 252 PS. Darüber hinaus gibt es bei den Benzinern neue Speerspitzenmodelle der AG im M235i mit 326 PS und M240i mit 340 PS, in welchen jeweils 3 Liter R6 Triebwerke arbeiten. Die M2-Modelle der Baureihe F87 der M GmbH werden, wie auf unserem Kanal gewohnt, in einem eigenen Video behandelt. Den BMW M2 Competition durften wir bereits selbst ausführlich testen. Wie der Wagen in unserer Review abgeschnitten hat, erfahrt ihr über den Link in der Videobeschreibung oder der Infobox. Bei den Dieseln fängt die Auswahl beim 218D an und endet beim 225D. Alle diese Modelle haben einen 2-Liter Motor der N47 Baureihe verbaut. Probleme der Baureihe. Die Probleme der 2er Baureihe sind nahezu identisch mit den Problemen der 1er Schwester Baureihe. Daher ist zu sagen, dass die 2er Baureihe F22 und 23 sehr solide ist und kommt meistens zumindest ohne große Probleme daher. Die Qualitäten des Vorgängers erreicht die 2er Reihe aber leider nicht so ganz, was sich in Knarzen und Knacken im Innenraum bemerkbar machen kann.
Ebenfalls wird die Funktion der zu spät reagierenden Licht- und Regenautomatik von vielen Besitzern bemängelt. Die N-Motoren in den Vor-Festive-Modellen können einige starke Probleme aufweisen, welche sogar bis zum Motorschaden führen können. Wie zum Beispiel ein ausgelutschter Kettenspanner, der die Kette nicht mehr genug auf Spannung hält und diese dann dazu neigt zu überspringen. Beschädigte Pleuellager, welche sich durch metallisches Klopfen im Leerlauf bemerkbar machen können. Steuerkettenprobleme können zu Motorschäden führen, wenn diese sich lenken. Wenn diese nicht bereits getauscht wurde. Die Ölpumpe zeigt eine hohe Ausfallrate. Deswegen gilt es, lieber zu einem Facelift zu greifen, welcher bereits einen Motor der B-Generation verbaut hat, da die genannten Probleme dort zum Großteil behoben wurden. Die Lenkung kann etwas grob wirken. Beim Cabrio haben die Verdeckmotoren leider eine ungewöhnlich hohe Ausfallrate. Ausstattung. Beim 2er-Trumpf BMW in Sachen Ausstattung genauso wie der 1er richtig auf. Obwohl die 2er-Reihe das kleinste Coupé und Cabrio bei BMW ist es möglich, viele Ausstattungen aus der mittleren Oberklasse zu bestellen. Wie zum Beispiel Tempomat mit Abstandsregelung, Auffahrwarnung, Spurverlassenswarner, Parkassistent, Speedlimit-Info und noch einiges mehr, um nur ein paar Beispiele zu nennen zu bereits bekannten Ausstattungen der 2er- und 1er Baureihe. Empfehlung. Beim 2er der Baureihe F22 und 23 ist für jeden das passende Modell dabei. Egal ob mit kleinem oder großem Geldbeutel. Den wohl besten Spagat aus Preis und Fahrspaß legt bei den Benzinern der 230i hin, in welchen bereits die Motoren der B-Generation verbaut wurden. 252 PS gepaart mit guter Zuverlässigkeit und geringem Verbrauch sprechen da für sich. Bei den Dieselmodellen spricht es motorseitig stark für den 225D, der den besten Spagat aus Fahrspaß, Preis und Verbrauch bietet. Auch hier ist es ratsam, eher zum Facelift zu greifen, da dieses Modell auch hier deutlich ausgereifter ist. Alternative. Obwohl der 2er BMW für ein Coupé seiner Größe nicht mehr den Anspruch des einzigen Hecktrieblers seiner Klasse für sich beanspruchen kann, ist es ein außerordentlich hochwertiges Fahrzeug mit sehr sportlichen Qualitäten. Doch kein Fahrzeug ist ohne Alternativen. Gängige Alternativen zu diesem Fahrzeug sind folgende Marken und Modelle. Mercedes CLA Klasse. Audi TT. Toyota GT 86 bzw. Subaru BRZ. Und noch einige kleine mehr. Ihr habt vielleicht doch mehr Interesse am Hatch? Wir haben auch ein Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum Schwestermodell der 1er-Reihe gemacht. Dieses findet ihr oben rechts in der Infobox und unten in der Videobeschreibung verlinkt. So Freunde, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAFMO-Crew.